Hier ist nicht Monte Carlo, nicht die Rallye Monte Carlo, sondern die Rallye Monte Fortino. Neben mir der Chef des Hauses. Wie viele Starter sind heuer auf der Liste? 79 Starter sind heuer auf der Liste. Gibt es irgendwelche ganz speziellen Prüfungen? Die gibt es natürlich, aber ich traue mir die noch nicht zu sagen. Speziell dir sage ich es noch nicht. Ja. Nachdem wir ja mit einem Fahrzeug starten, wo man auch durch Hochwassergebiet fahren kann, wir haben etwas mehr Bodenfreiheit. Ja. Wird es eine harte Tour oder kann man das auf der Straße auch bewältigen? Nein, es ist absolut zu bewältigen. Es ist eine wunderschöne Tour, haben wir wieder zusammengestellt. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schön heuer wieder. Mit am Start auch ein Steuerberater mit einem sogenannten erotischen Fiskal-LKW. Ist dieses Fahrzeug steuerlich umsetzbar? Ja, man kann es mit einem Wort sagen, man kann es abschreiben. Ja. Auch das Rennen selbst schreiben Sie aber nicht ab? Nein, wir haben uns sehr gut vorbereitet, ja. Wir haben einiges einstudiert, ja, und ich glaube, wir werden unter den ersten drei sein. Die rote Marke mit dem Stern, 230, 250 oder 280? 250 ist selber Gode Baujahr 1968. Von dem sind nur 5200 Stück noch gebaut worden, ein Jahr lang. Und geht nach wie vor Originalmotor, alles perfekt. Auf einem 356er Baujahr 1958 unterwegs. Das Auto erinnert ein bisschen an James Dean. Wie fühlt man sich in diesem Fahrzeug heute? Naja, ist natürlich ein Klassiker und bergigen Fahren, man muss halt aufpassen, bremsen und so, das ist schon ein anderes Thema. Also kein ABS, kein ASR, also das ist pure Fahrverbindung natürlich. Also da muss man noch Auto fahren können? Ja, ein bisschen aufpassen schon, das gehört dazu. Leicht nervös? Nein, nicht mehr, wir fahren schon ein paar Mal mit. Wie oft gewonnen? Einmal. Und vorverletzt mal den dritten Platz. Im Vorjahr unter den Spitzenfahrern wie Dr. Bernhard Zierhut, wie schaut es aus heuer? Wieder Platzverteidigung, ein Platz am Stockerl gemietet? Naja, außer Sieg gibt es gar nichts. Außer Sieg gibt es gar nichts. Ich habe einen neuen Sponsor, Tourmüll habe ich gehört. Ja, den haben wir zufälligerweise haben wir den aufgenommen in dem Zusammenhang jetzt ins Team, weil die haben also einen guten Treibstoff, also relativ hohe Oktanzahl. Und da geht es ja, es gibt ja einen Abschnitt, da geht es um die Zeit und da wollen wir zuschauen. Wir haben mit Ihrer Beifahrerin gesprochen, die hat auf die Jause am Samstag vergessen, im Supermarkt zu kaufen. Wo haben Sie die Jause her? Ja, Spar Express. Also eigentlich, früher waren wir immer bei der Biller und jetzt gehen wir zum Spar Express. Nach 121 anstrengenden Kilometern sind wir wieder im Fortino in Wales angekommen mit unserem Dodge M37B2, ein Fahrzeug der ehemaligen US-Armee, die das Auto dem Bundesheer in den 60er Jahren überlassen hat. Wir gehen jetzt tanken und rechnen, dass wir so an die 30 Liter Sprit gebraucht haben.